Hallo ihr Lieben, das ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder was für euch. Und zwar, wir lieben es doch alle, wenn wir unterwegs sind und wir haben was Leckeres in unseren Döschen. Stellt euch vor, ihr seid jetzt, der Frühling kommt. Entweder seid ihr so die Wanderer oder die einfach die im Wald rum mit den Kindern auf den Wiesen Blumen pflücken. Was auch immer für Typen ihr seid. Es ist immer und immer wieder gut, wenn man irgendwas Leckeres in der Dose hat. Nicht nur für die Kinder, sondern für sich selbst. Das heißt einfach, dass ihr wirklich irgendwas dabei habt, so für zwischendurch. Man kennt das, Kinder haben so ungefähr noch 5 Minuten, erster Anstieg aus dem Auto raus, ist schon der Hunger da, so Snacks. Und ich habe mir echt was mega Leckeres einfallen lassen für euch. Und zwar machen wir uns so einen Haferboden. Im Endeffekt, ja, wird das so, ja, das wird unsere Basis, das sind Haferflocken mit Bananen und Erdnussmus. Das wird die Basis, da machen wir unsere Mulde rein, füllen das mega, mega lecker mit einer echt super leckeren, ganz einfach Basis-Himbeerfülle. Also da ist echt nicht viel dran und toppen das Ganze noch mit Schokolade. Und zwar zartbitter. Ihr könnt es natürlich andere verwenden, aber in dem Fall hochwertige Produkte, die euch einfach Energie liefern, die euch Nährstoffe liefern und auch den Kindern, wenn Kinder im Spiel sein sollten, die einfach wirklich sinnvolle Energie geben. Mega lecker sind dazu. So, starten da mal, indem wir uns mal eine große reife Banane, ihr könnt sie auch verwenden, bevor sich jetzt da diese ganz braunen, die kennt ihr, oder einfach so wie bei mir jetzt, die ist einfach gut reif. Genau, die tatsächlich eine große oder zwei kleinere. Ihr braucht das so als Kleister quasi dann für die Haferflocken. Und die kommt jetzt mal einfach so in groben Stücken in den Mixtopf. Und ja, wird für 4 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinert. Sudala. Also, unser Basis, unser Kleber sozusagen, der hat jetzt einfach alles so ein bisschen vom Rand nach unten. Dann kommt da jetzt dazu die Haferflocken. Grobe bitte. Dann das Erdnussmus. Und ich habe da wirklich jetzt reines Erdnussmus gemacht. Und auch weil oft die Frage kommt, wie ich das gemacht habe, schaut wirklich in Cookie Doo, ihr findet so viele Rezepte für Nussmusse und Nussmus, ja, ich verlinke euch sonst auch unten ein passendes, also macht euch das wirklich so, weil es ist eine Spielerei, kommt euch echt günstiger und ja, macht es einfach so mal nebenbei. Dann ein bisschen ein Ahornsirup und natürlich könnt ihr da auch Dattelsirup oder so verwenden oder Reissirup, Honig, völlig egal. Ich mag nur einfach super gern Ahornsirup. So, und jetzt wird das Ganze für 10 Sekunden im Linkslauf auf Stufe 3 schön miteinander vermischt. So, ich habe mir da jetzt vorbereitet so eine Muffinblech und habe mir diese Muffinförmchen gekauft. Die gibt es bei uns im Supermarkt. Ich verlinke euch aber sonst unten auch die könnt ihr euch auf Vorrat haben da. Die sind mega, sind einfach ein bisschen stabiler, schauen dann auch nach dem Backen nur schön aus. Und ja, ich mag nämlich die nicht, die ganz dünnen, weil die bleiben dann immer so dran kleben an allem. Und auch für Muffins, Cupcakes jetzt halt. Und die sind ideal für solche No-Bake-Sachen. So, jetzt haben wir unsere mega leckere Basis geschaffen. Okay. Natürlich könnt ihr da noch Zimt etc., wenn ihr das wollt, mit reingeben. Aber für mich ist das jetzt einfach ideal, so wie es ist, für unsere Himbeere dann, dass die ja wirklich zum Geschmack, also wirklich rauskommt. Ich fülle mir die jetzt einfach so in der Schüssel raus. So, und jetzt tatze ich einfach immer so an. Ungefähr einen Esslöffel mal da rein, dass das fest drücken und beim Andrücken gleich im Zentrum, das heißt in der Mitte, eine Mulde bilden, damit wir für die Fülle so quasi ein Loch haben, wo uns nachher eben unsere Erdbeerfülle reinkommt.
So, ich zeige euch das dann, wie ich das mache. So wie ihr das kennt von Tartlets, glaube ich, heißen die. Die haben ja auch immer so ein bisschen einen erhöhten Rand, wo man Mürbeteig am Rand ein bisschen hochzieht, damit man dann füllen kann. Deftig oder süß, wie auch immer. Und das schaut dann im Endeffekt so aus. Okay, also ich hoffe, man erkennt das jetzt. Ja, ihr seht den Rand. Das heißt, einfach eine kleine Mulde bilden, weil da später unser Himbeerfüller reinkommt. So, und das mit allen Förmchen machen. So, ich habe jetzt die Cups vorbereitet, wie ihr seht. Die sind jetzt alle schön mit Mulde versehrt. Jetzt kommt in den Mixer kommen die Himbeeren. Ich habe es aufgetaut, also es waren bei mir tiefgekühlte. Das könnt ihr eben gern machen. Oder auch Erdbeeren, Heidelbeeren verwenden. Was euch lieber ist, völlig egal. Dazu kommen jetzt die Chiasamen, der Ahornsirup und das Vanilleextrakt. Deckel drauf und das Ganze wird für 13 Sekunden auf Stufe 3,5 vermischt und zerkleinert. So, diese himbeerrote Fülle. Gebt es jetzt raus, einfach wieder in die Schüssel, wo ich eben vorher eh schon die Himbeeren auftaut habt oder drinnen gehabt habt. So. Ja, wer möchte, könnte da jetzt natürlich einen Schuss Rum oder so mit reingeben, aber da bei uns eben das auch wirklich die Kinder verschlingen, kommt das bei mir nicht rein und ich mag das jetzt auch nicht. Aber ich sag nur, eine Option wäre das. Die Chiasamen in dem Fall führen dazu, dass unsere Fülle dann beim Kühlen quellen und einfach auch die Bindung, dieses Geleeartige, das kennt ihr wahrscheinlich, machen. Ja. Sind ja sehr gesund in einem gewissen Ausmaß. So. Und das tun wir jetzt einfach so löffelchenweise in unsere Mulden einfüllen, dass schön bis zum obersten Rand der Mulde Fülle ist und oben drüber, wenn das dann, also oben drauf quasi als Abschluss so und eine Verbindung sozusagen zu Hafer und Fülle, kommt die Schoko. So, ein bisschen klopfen, dann flacht es ab, habt ihr eine Ebene, stehen lassen, einmal den Mixtopf spülen und ordentlich trocknen, da zeige ich jetzt einen kurzen Tipp und dann geht es schon an die Schokoglasur. In den Mixtopf die Schokolade, den Deckel drauf. Nein, wenn ihr habt, den Miximizer einsetzen, ansonsten einfach mit einem Blatt Küchenrolle oben rein oder halt ganz normal so. Und zwar wird die Schokolade jetzt für 7 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. So, der La, Deckel runter, entweder alles mit dem Spatel nach unten, wenn ihr keinen Miximizer aufgesetzt habt, einfach einmal rundum schauen, dass alles da unten ist. Das Kokosöl dazu. Könnt natürlich auch Rapsöl verwenden, aber ich mag da auch den Geschmack gern. Wiederum, wer kein Kokos mag, wirklich ein neutrales Öl verwenden. Und das Ganze wird jetzt noch für 3 Minuten bei 50 Grad, Stufe 2, geschmolzen. So, jetzt haben wir unsere schöne Schokoglasur. Die rinnt euch weg. Also ihr seht es. Und die darf jetzt einfach wirklich so schön zum Abschluss auf jedes Küchler, auf jeden Cup, eigentlich muss man es so nennen. So, ich muss das jetzt so machen.
Genau, einfach abschließen. Das war zu viel. Es gibt nie zu viel Schokolade, gell? So. Diese leckeren und schönen Teilchen kommen jetzt entweder für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank oder für ca. 15 Minuten ins Gefrierfach. Dann sind sie schon fertig. Gebt es euch dann aus den Förmchen, ich zeige es euch dann, wenn sie abgekühlt sind und wenn sie fest geworden sind, in ein Degerl, im Kühlschrank aufbewahren. Sie werden bestimmt nicht alt. Wenn ihr unterwegs seid, eben auch unbedingt in eine Degerleine, vielleicht ein bisschen auf irgendwas drunter, weil es einfach, wenn es im Warmen draußen sitzt, die Schokolade wieder weich wird natürlich. Aber ab damit in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach und dann nur noch schmecken lassen. Mehr brauche ich nicht sagen dazu. So, wie ihr mein Outfit jetzt unschwer entnehmen könnt, habe ich die über Nacht im Kühlschrank gelassen. Ich habe gestern, ist mein Mann von der Arbeit heim, habe ihm dann auch eins dann probieren lassen, weil ich schon bei einem abgebissen habe und habe das gerade so in der Hand gehabt und gebe ihm das so, ohne der Verpackung schon. Und dann beißt er ab und sagt, boah, lecker. Und dann geht er zum Kühlschrank, macht auf und hat dann diese Cups eben drinnen gesehen und sagt er, wow, hast du die selber gemacht? Und ich so, tja, ja. Und er hat gleich nochmal zugreifen müssen. Und ja, dementsprechend kommen sie mega gut an. Ich zeige euch jetzt, wie die ausschauen. Ihr tat dann im Endeffekt nur euer Papier runter. Zum einen, finde ich, ist es extrem süß, dass man bei der Schokolade... genau, dass man bei der Schokolade diese Rippen, oder wie nennt man das? Das Muster vom Papier halt sieht. Und ihr seht, wie schön unten der Haferboden, oben die Schoko und die Hüllefülle, die leckere Fülle ist versteckt. Und zwar ist die, wenn wir das jetzt mal anschneiden, oh, boah, also wenn das nicht einfach nur mega ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Also, ich glaube, das ist auch irgendwie so selbsterklärendes Ding. Also probiert es bitte wirklich aus. Ihr könnt es auch, wenn euch Himbeeren zu säuerlich sind, nehmt Erdbeeren. Es ist die Fülle voll geil mit den Chiasamen. Fest waren gequollen, echt unbedingt ausprobieren. Nehmt von der Fülle her das, was ihr wollt. Ihr könnt auch Erdnussbutter reinfüllen. Das ist auch noch so ein kleiner Tipp für die, die einfach auf Erdnussbutter stehen. Jegliches Nussmus, probiert es aus und lasst es euch schmecken. Einfach geil. Ihr dürft nur dann nicht böse sein auf mich, wenn ihr es immer wieder machen müsst. Weil, wenn ihr die Arme macht, die werden euch aus den Händen gerissen werden. Und ihr müsst einfach dann immer wieder Vorrat schaffen. Also ich weiß schon, dass das auf jeden Fall nicht das letzte Mal jetzt war, weil ich es einfach gemerkt habe, wie gut die ankommen. Es war, also die Kinder haben bei mir mitgegessen und ich habe dann nur gesagt, bitte lasst mir die nur so im Kühlschrank, morgen könnt ihr euch dann drüber hermachen, weil ich brauche natürlich fürs Foto dann nur ein paar und so, gell? Und da suche ich mir dann immer die schönsten natürlich raus, wobei die einfach alle schön sind. Aber mir ist einfach schon mal passiert, des Öfteren, da gibt es dann immer so Thumbnails, wo steht, leider schon aufgegessen oder, tja, passiert einfach immer wieder. Probiert es unbedingt aus, lasst es euch schmecken und schreibt es mir ganz, ganz unbedingt einen Kommentar, wie euch diese No-Bake-Cups geschmeckt haben. Einfach, schnell in der Zubereitung und mega, mega gut. Unbedingt ausprobieren und wir sehen uns ganz bald wieder. Einen wunderschönen Tag. Tschüss! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all